Ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Video hier auf dem Atzenberger Online-Kanal, liebe Freunde. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid und euch mein neuestes Video anschaut. Das freut mich wie immer sehr. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen sofort an. Und zwar habe ich diesmal was Schönes Neues besorgt. Und zwar von Trolli die Super Brains in einer Special Edition. Ja, die fand ich richtig cool. Wie ihr schon sehen könnt, sind das hier so kleine Gehirne. Fand ich total lustig und deswegen musste ich die unbedingt besorgen. Wir haben ja in letzter Zeit schon das ein oder andere getestet hier von Trolli. Die Sachen waren auf jeden Fall immer sehr, sehr lecker. Und deswegen habe ich gedacht, das führen wir fort und holen so nach und nach mal die ein oder andere Packung noch. Und das werden wir dann alles nach und nach probieren. Und wie gesagt, heute sind die Super Brands an der Reihe, die ich online bestellt habe bei World of Sweets. Bezahlt habe ich dafür 99 Cent und wir haben hier eine 175 Gramm Packung. Ja, was ist das Ganze? Man kann es hier schon relativ gut erkennen. Das sind kleine Gehirne aus Fruchtgummi mit einem Schaumzuckerboden. Ja, die haben dann noch eine saure Fruchtfüllung und enthalten Traubenzucker. Die Geschmacksrichtungen sind Erdbeer, Orange und Mango. Dabei handelt es sich jeweils um die Füllung, die sich hier drin befindet. Das werden wir uns jetzt gleich mal ganz genau anschauen. Ich werde die auspacken, dann werde ich die anschneiden und dann werde ich die probieren. Und dann werde ich euch sagen, wie gut die schmecken, ob die wirklich gut schmecken oder nicht. Aber ich denke mal, die werden sehr gut sein. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen erstmal auf die Rückseite. Ich hoffe, man kann das Ganze hier mal wieder halbwegs lesen. Ihr seht schon, bei mir spiegelt das Ganze wieder. Ich habe mal wieder nicht gerade die besten Lichtverhältnisse. Ich hebe das hier mal so ein bisschen an. Wer sich dafür interessiert, sollte an dieser Stelle Pause machen oder geht auf die Herstellerseite und schaut da nochmal ganz genau nach. Aber wie immer, wer mich in meinem Kanal kennt, der weiß ganz genau, es geht nur um eins und das ist der Geschmack. Und deswegen kommt unser schönes scharfes Messer an den Start und befreit die Gehirne. So, da kommen sie raus. Super cool sehen sie aus. Wer sich wundert, was ich an der Hand gemacht habe, ich habe mich leider ein bisschen verbrannt. Sieht extremer aus, wie es ist. Also nicht wundern. Boah, die riechen schon mega gut. Jawohl, wir zoomen wie immer mal ein wenig hinein in die guten Gehirne. Sehr lustig, okay. Boah, also wie gesagt, die riechen schon sehr, sehr extrem, sehr fruchtig. Gut, dann fangen wir mal an und schneiden eins der schönen Gehirne durch in der Mitte und schauen uns das Ganze mal an. So, hier ist, ah ja, seht mal, das ist hier wirklich sehr flüssig. Ich hoffe, man kann das wie immer halbwegs erkennen. Gut, dann probiere ich jetzt mal. Oh, richtig gut. Das ist jetzt der mit der Erdbefüllung. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Würde ich sagen, wir machen mal noch einmal den gelben. Zack. Okay. Geil. Auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Die haben sich schon gelohnt zu kaufen. Und den letzten teilen wir auch in der Mitte durch. Wie ihr seht, überall ist dieser flüssige Kern. Was soll ich sagen? Also das ist für mich bisher auf jeden Fall die leckerste Trolli-Sorte, die ich jetzt hier getestet habe. Gut, es waren noch nicht viele, aber die ist auf jeden Fall momentan meine Nummer 1. Sieht richtig cool aus, sehr spaßig und schmeckt auf jeden Fall mega. Von mir gibt es ganz klar den Doppeldaumen nach oben. Würde ich auf jeden Fall sofort nochmal kaufen. Ja, schreibt mir mal was dazu in die Kommentare. Kennt ihr hier jetzt schon die guten Super Brands? Wenn ja, schmecken sie euch? Oder ist das Saure eher nichts für euch? Also gut, so sauer sind sie jetzt natürlich auch nicht, ne? Aber ganz leicht. Wie gesagt, ich finde sie super. Nun gut, dann wie gesagt, ich freue mich von euch was zu lesen in den Kommentaren. Ich lese alles, ich antworte auf alles und an dieser Stelle endet schon wieder unser kleines Testvideo. Wem das Ganze gefallen hat, einen Daumen nach oben für mich, wem nicht, einen Daumen nach unten. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, den ich auf meinem Kanal begrüßen darf und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Atzenberger.